Die deutsche Bau- und Immobilienbranche schlägt Alarm. Obwohl hunderttausende Wohnungen fehlen, lohne es sich nicht zu bauen. Denn die Vorschriften etwa zu Wärmedämmung und Schallschutz seien in Deutschland so streng, dass sich niemand die Miete in solchen Wohnungen leisten könne. Deshalb fordert die Branche staatliche Zuschüsse. Doch die Bundesregierung machte klar, dass es die nicht geben wird. Ein Problem ist aus Sicht vieler Bauunternehmen auch unnötige Bürokratie. Hier sollen seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt rund 2500 Wohnungen und Reihenhäuser entstehen. Dazu soziale Infrastruktur wie eine Grundschule, ein Sportplatz oder auch Jugendeinrichtungen. Doch gebaut wurde auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im Süden Berlins bisher nichts. Wir werden insgesamt rund 22 Jahre an dem Projekt arbeiten. Um das mal plastischer darzustellen, als ich 48 war, haben wir das Projekt gekauft. Und wenn ich 70 bin, werden wir es fertigstellen. Die Gründe dafür, dass bisher nur der Plan steht, sind vielfältig. Immer wieder wechselnde politische Zuständigkeiten, hohe Baustandards, der Artenschutz. Auf dem Weideland siedelt die geschützte Zauneidechse. Ein Projekt, sinnbildlich für die Probleme der Baubranche, die auch noch mit den hohen Zinsen und einer Kostenexplosion bei Baustoffen zu kämpfen hat. Die Bundesregierung will gegensteuern. Wir haben so unglaublich hohe Anforderungen aufeinander getürmt. Jede einzelne Vorschrift natürlich mit gutem Sinn und gutem Willen. Die Geschwindigkeit von Planungen und Genehmigungen und auch die Kosten von Bürokratie, sie müssen gesenkt werden. Also Bauhürden abbauen, Standards senken. Dafür soll demnächst die Bauverordnung geändert werden. Genau das fordert auch die Branche. Dazu noch weitere Subventionen, um günstiger bauen zu können. Doch das lehnen Habeck und Geiwitz heute ab. Laut Experten fehlen bereits jetzt mehr als 800.000 Wohnungen in Deutschland. In Berlin-Lichterfelde soll trotz der schwierigen Lage in 2 Jahren der Bau beginnen. Die letzte Genehmigung wurde dafür gerade erteilt. Die Europäische Zentralbank sendet erste Zeichen für eine mögliche baldige Zinswende. Sollte sich die Inflation weiter dem Notenbankziel von 2% nähern, wäre eine Lockerung des restriktiven Kurses angebracht, sagte EZB-Chefin Lagarde. Für Juni werden neue Inflations- und Konjunkturprognosen erwartet. So lange bleibt der Leitzins im Euroraum bei 4,5%. US-Präsident Biden erwägt offenbar, auf eine Strafverfolgung von WikiLeaks-Gründer Assange zu verzichten. Auf die Frage eines Journalisten sagte Biden, seine Regierung denke darüber nach. Assange sitzt seit 5 Jahren in britischer Haft und wehrt sich gegen eine Auslieferung an die USA. Dort drohen ihm bei einer Verurteilung wegen Geheimnisverrats bis zu 175 Jahre Gefängnis. Assange hatte vor 14 Jahren Dokumente über mutmaßliche US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und dem Irak veröffentlicht. In der Grenzregion von Russland und Kasachstan sind Rettungskräfte weiter im Einsatz gegen das Hochwasser. In der Großstadt Orenburg ist der Pegelstand des Flusses Ural noch gestiegen. Provisorische Dämme sollen vor weiteren Überschwemmungen schützen. Bewohner der Stadt kritisieren zunehmend das Krisenmanagement der Behörden und fordern mehr Unterstützung. Der Gouverneur der Region geht davon aus, dass der Scheitelpunkt des Hochwassers in Orenburg in der Nacht erreicht wird. Der frühere amerikanische Footballstar O.J. Simpson ist tot. Er starb mit 76 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens, teilte seine Familie mit. International in die Schlagzeilen geriet er 1994 durch den Verdacht, seine Ex-Frau und deren Bekannten ermordet zu haben. Ein Geschworenengericht sprach ihn mangels Beweisen frei. Auf dem Footballfeld war Oranthel James Simpson kaum zu stoppen. Auch wenn er nie den Super Bowl gewonnen hat. Als Running Back der Buffalo Bills wurde er zu einem der größten Sportstars des Landes und 1985 in die Hall of Fame aufgenommen. Ich werde euch nie im Stich lassen. Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein. Aus dem Spitzensportler wird später eine Werbeikone und ein beliebter Schauspieler. Legendär seine Rolle als tollpatschiger Detective Nordberg in der Slapstick-Komödie Nackte Kanone. 1994 dann der Absturz. Simpson wird des Doppelmordes verdächtigt an seiner Ex-Frau und deren Bekannten. Seine Flucht in einem weißen Ford Bronco verfolgen Millionen Amerikaner live im Fernsehen.
In einem spektakulären Indizienprozess wird Simpson freigesprochen, trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld. Erst ein Zivilgericht verurteilt ihn später zu $33 Millionen Schadenersatz an die Familien der Opfer. Dem Gefängnis entkommt Simpson trotzdem nicht. 2008 wird der gefallene Sportheld wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Hotel in Las Vegas zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 9 Jahren wird er vorzeitig auf Bewährung entlassen. Es tut mir leid, dass sich die Dinge so entwickelt haben. Ich bin kein Typ, der ein kriminelles Leben geführt hat. Wissen Sie, ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch. Nach Angaben seiner Familie starb O.J. Simpson nach einer Krebserkrankung im Kreise seiner Kinder und Enkelkinder. Mittendrin in Nordrhein-Westfalen, wo Moore zum Klimaschutz renaturiert werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.